So, befinden uns wir jetzt erstmal im Knast, Gefängnis, nach draußen sehen. Ist das hier ein Bett oder ein Laken? Ich glaube, das sollten die mal wechseln. Willkommen in deinem neuen Heim. Nein, nicht die heißen Eisen. Bitte, alles nur nicht das. Schlafen gehen? Oh Gott, es ist unmenschlich. Das Blut. Was starrst du so, Pisspot? Vielleicht müsste man uns doch mal hier hinlegen. War nicht bequem, aber zum Pennen reicht es. Warum befreit uns denn keiner? Die Uhr tickt. Mal gucken, was uns den nächsten Tag erwartet. Oder der Morgen. Besser gesagt. Wo hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. So du es kannst. Und wieder Fresse polieren. Mal wieder. Erbärmlich! Erbärmlich! Na los! Erbärmlich! Erbärmlich! Verschwende meine Zeit nicht, Pisspot! Mein Blut sehen! Verschwende meine Zeit nicht, Pisspot! Mach den Bastardenkopf kürzer! Verdammt! Meine Großmutter schlägt harter zu und sie ist Belgierin. Der wird sich gleich umkicken. Verschwende meine Zeit nicht, Pisspot. Meine Großmutter schlägt harter zu und sie ist Belgierin. Verschwende meine Zeit nicht, Pisspot. Meine Großmutter schlägt harter zu und sie ist Belgierin. Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Ja, wird sie umkicken, wie ich mir schön die Fresse einschlage hier. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das nochmal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Schön in der Fresse. Ja. Na los. Na komm, schlag zu. Gib mir, was meins ist, und geh wieder an dein Gekritzel, alter Mann. Gekritzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Meinst du etwa die da? Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76? 77?
Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Hm? Zwei Monate später, ach du Scheiße. Nochmal! Au! Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Rutsch mal. Kanonenschüsse. Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sichert die Gefangenen! Was ich tue. Na, dann wollen wir mal hier. Ich behalte dich im Auge. Wir haben nicht viel Zeit. Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Ruck! Die Focken töten. Okay. Gefangene, an die Wand! Das machen wir hier mit Leichtigkeit. Verschwinden wir aus dem Zeitloch. Hier da! Na, wieder rennen. Wann rennen wir mal denn nicht, ey? Alter, steig. Vielleicht ist die Tür offen? Wir haben ein Problem. Drei nur. Also haben wir erwartet. Nein, wegen mir brauchst du dich nicht. So was mit Knarre, Alter. Nein, wegen mir brauchst du dich nicht zu beeilen. Ich wäre soweit. Nein. Das kann nicht euer Ernst sein. Liegen bleiben. Ich hab's. Oh, jetzt holen wir ab, Alter. Oh, das sind so viele, hauen wir rein, Alter. Solange die Menge sie beschäftigt. Ich schütte schon nicht ab. Oh Mann, die Scheiße lackt hier schon wieder. Da ist schon was los da unten, schön. Ein bisschen Stimmung. Hoch, genau, so ein Fenster.
wo der hin will. Boah. Das ist ja wie eine Bombe, Alter. Mach ihn keiner. Und jetzt? Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Also Ubisoft sollte echt bald mal hinmachen und mal ein Patch nochmal liefern, ey, die Lachs, die sind halt zum Kotzen, ey. Komm, verpiss dich, Alter. Du Pisspot! Zeit zu sprengen! Ja, und wohin, was? Alter? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann! Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge! Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Oh, leck mich. Merde. Aber erste Mal im Knast und das erste Mal geil geflohen. So. Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein. Ist das eher historisch? Ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Er. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Na, wohin soll man denn gehen? Wir haben noch gehen.
Möge das Spiel beginnen. Mann, in den Spielen gibt es ja mehr Videos, als wenn man überhaupt selber spielen kann hier. Jetzt hat er ihn gesoffen, jetzt weiß er nicht wohin oder was? Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Ja, was soll das bedeuten, ja? Das frage ich mich auch, aber... Dann machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Haut da rein. Bis dann.